Ja, hallo liebe Freunde, wir hatten ja in der letzten Folge begonnen mit diesem neuen Projekt GTA San Andreas Gang Wars und so sahen eigentlich die Gebiete aus, bevor wir dann mit unseren Eroberungen begonnen haben. Dann kam die Operation Doberman, also Operation Dobermann, da haben wir Glen Park erobert und dann, das war noch im offiziellen Let's Play Projekt und dann haben wir in der ersten Folge dieses Projektes begonnen, Gebiete zu erobern. Ihr seht, die sind hier mit einer 1 markiert, die haben wir alle schön erobert. Und ja, nun geht's weiter mit der zweiten Folge. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von GTA San Andreas Gang Wars. Und ich werde euch noch kurz was einblenden. Moment. Ja, endlich ist es mir gelungen, in diesem kleinen Zipfel bei Verona Beach, hieß es, glaube ich, da waren, hatten wir ja das Problem, dass nie Gangmitglieder aufgetaucht sind. Hatte ich es endlich geschafft, dass Gangmitglieder aufgetaucht sind und ja, ich erobere nun schnell mal dieses Gebiet und ja, ich kommentiere das jetzt nicht weiter. Ich wünsche euch gute Unterhaltung. I'm just some more. Ja, da haben wir also das ganze Gebiet dort erobert und jetzt konzentrieren wir uns auf das Gebiet hier in der Nähe. Und zwar, ich würde sagen, wir starten direkt mit dem Gebiet südlich von hier. Und zwar das da hinten und arbeiten uns dann nach Süden vor. Ach ja, und ich habe meine, meine MP5, meine Heckler und Koch, habe ich übrigens 10.000 Schuss und dann wurde es ausgeblendet, also sah man nicht mehr wie viel Munition und er sagte, ich kann keine weitere Munition kaufen. Das ist halt dann das, was passiert. So, jetzt ein paar Ballers suchen, auf die man ballen kann. Und die Bullen stellen sich konsequent immer auf die... Die Bullen stellen sich konsequent immer auf die Seite der Ballers. Das ist auch etwas... Ah, schau, da sind sie ja. Hier, was war denn das? Sechs Bulle. Nasty.
Und schauen, wo sie eine. Ah, da, kugelsichere Weste, ganz geil. So, Viertel gehört mir. Wir machen natürlich gleich weiter. Oh, jetzt habe ich den Timer vergessen zu stellen. Kleinen Moment. Ich muss unbedingt den Timer stellen. Machen wir 30 Minuten wieder. Machen wir heute wahrscheinlich mal eine längere Folge. So. Oh, der Bullen wieder. Sind das Ballers? Welcher Wichser schießt? So, Viertel gehört mir. Drecksbulle. Viertel wird angegriffen, wo aber nicht irgendwie am Arsch der Welt. Ah, da oben. Sorry, Kumpel. Hallo. Nein, 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 nein. Boah, das war knapp. Yeah.
shit. Stehst mir im Weg, Kumpel. So, und jetzt speichern. Unbedingt speichern, damit wir die Bullensterne loswerden. So. Jetzt würde ich vorschlagen, bleiben wir gleich in der Nähe. Dieses Gebiet hier. Hier, wo wir nachher die BMX-Challenge machen müssen. Und der Spital, also das Krankenhaus, ist auf neutralem Gebiet. Immer die Bullen, warum helft ihr einer anderen Gang? Ihr müsst neutral sein wenigstens, aber nicht Wichser. Der ist auf der anderen Seite des Zauns. So. So, hier in meinem Haus wird gerade gebaut, vielleicht hört ihr es. Diese Molotows sind endgeil.
So. Jetzt muss ich mal schauen, wie sieht es hier aus. Okay. Sollen wir hier eigentlich will ich hier weitermachen, aber komm, wir machen hier weiter. Aber ich schaue einfach mal, wo Borlas mir Borlas begegnen, dort mache ich weiter. Da sind ja zwei. Hallo Jungs. So. Gut, und jetzt gehen wir weiter nach Süden wieder, damit wir das Gebiet hier einnehmen können, weil dann haben wir schon einen größten Teil des Borlas Territoriums eingenommen und dann können wir uns um die Vagus kümmern. Also dann den Ballast, den Borlas den Todesstoß versetzen und dann uns gegen die Vagus zur Wehr setzen. Sind die Penner? Sind alle weg? Ah, Mittagspause, klar. Wir machen Mittagspause, die Penner.
Ich laufe und laufe und laufe. Sehr, sehr spannend. Wie kann ich denn das Gebiet hier einnehmen? Weil die werden sich ja wohl kaum in so Industriegebieten rumtreiben. Da hinten. Hallo Jungs, ich habe was für euch. Nicht, dass ich zwei Sterne bekommen wegen den Pennern. Oh shit, und die Ballers. Ja, und die Bullen helfen natürlich den Ballers, diese verdammten Pisser. So. Wie sieht's hier aus? Ah, okay, das kleine Gebiet hier noch. Ah, ich habe zwei Sterne, shit.
Keep on with this shit, you! Shit, 3 Sterne. Kann ich nicht hier irgendwo in der Nähe speichern? Oder doch hier. Get the army, I'm a fucking maniac. Was ist jetzt los? Hä? Seid ihr mir Schucke? So. Wir haben noch ein bisschen Zeit, also würde ich gerne das eine Viertel dort noch einnehmen. Dann haben wir nämlich das Viertel, dann haben wir nur noch das hier und das hier. Ja. Wir kommen langsam, aber sicher vorwärts. Na gut, ist auch erst die 2. Folge, was will man erwarten? So, alle auf einen Streich. So, und ich muss unbedingt schauen wegen meiner Gesundheit. Herz. Oh, die arme Denise, die habe ich absolut vernachlässigt. So, Viertel gehört mir. So, und dann noch 2 Sterne. Aber ich würde trotzdem sagen, wir haben die Folge ein bisschen später begonnen. Ich mache jetzt eine Aufnahmepause, werde meine Molotow-Cocktails aufrüsten, weil die sind wirklich Hammer. Und dann kümmern wir uns in der nächsten Folge dann um dieses Gebiet hier.
Dann haben wir dieses Gebiet, da können wir uns nämlich dann noch auf das konzentrieren und dann geht's gegen die Vargos. Also, bis dann und Tschüssikowski.